Manchmal bekommt man auch besondere Geschenke durchs Wort Gottes oder auch durch Lieder. Und mir ist jetzt etwas aufgefallen an dem Eingangslied, das wir gesungen haben. Jeweils der Schluss. 7 Verse hat dieses Lied. Und es ist am Schluss eine 7-fache Herrlichkeit gezeigt. Erstens, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Das wäre ausreichend für eine oder mehrere Bibelwochen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Jesus ist kommen, Grund zum Leben. Was ist uns doch nicht geschenkt im Heiland? Und wie reich sind wir in ihm? Was wären wir, wenn wir ihn nicht hätten? Wenn man 80 zugeht oder auch noch nicht so weit ist, wenn man nicht wissen würde, Jesus, er mein Heiland lebt, ich werde auch das Leben schauen. Ja, das ist doch wunderbar. Jesus ist kommen. Wollen wir noch einmal beten. Heiliger Vater, wir danken dir von Herzen im Namen Jesu, dass das Zeugnis deines Wortes so heilig und so kostbar ist. Lass uns auch jetzt wieder neu hineinschauen in die Fülle deiner Gnade, die du bereitet hast deinem Volk, deinen Geliebten, Herr. Ach, wie du geliebt hast die Seinen, so liebtest du sie bis ans Ende, bis ins Ziel hinein sind wir geliebt. Hab Dank dafür. Herr Jesus, lass uns heute Abend neu schauen, neu erfassen, neu trinken von der Lebensquelle, die du bist. Hab Dank dafür. Amen. Nun möchten wir ein Wort Gottes lesen aus Johannes 20. Zunächst einmal von Vers 1 bis 10. Am ersten Tage der Woche kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihm, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grabe. Es liefen aber die zwei miteinander und der andere Jünger lief zuvor, schneller denn Petrus, und kam am ersten zum Grabe. Guckt hinein und sieht die Leinen gelegt, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen gelegt und das Schweißtuch, das Jesu um das Haupt gebunden war, nicht zu den Leinen gelegt, sondern beiseits zusammengewickelt an einen besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Es hat mich über Ostern beschäftigt, wie Johannes, der Jünger, es ist ja immer wieder, er bezeichnet sich nicht selbst als Johannes, er bezeichnet sich immer als der andere Jünger, den Jesus lieb hatte und so weiter. Er ist da zurückhaltend. Was Johannes nun in einer fortlaufenden Weise über die Herrlichkeit der Auferstehung Jesu bezeugt. Es ist kein anderer Bericht hat einen solchen Zusammenhang, denn Johannes konnte sagen, das ist nun das dritte Mal, dass der Herr später dann seinen Jüngern sich offenbarte. Er hat es selber erlebt
und ist auch durch dieses Erleben hindurch geistlich, göttlich, tief erfasst und ausgerichtet worden. Also zum Ersten wird berichtet, er war also nicht dabei, als der Engel vom Himmel kam, als die Hüter erschraken, als er hinauskam, waren keine Hüter mehr da. Jedenfalls war Maria Magdalena vor ihrem Grabe und hatte eine Sorge und sieht, der Stein ist weggewälzt. Es war ja ein Rollstein, der immer den Eingang der Grabeshöhle verschloss. So war es damals üblich. Den hätte eine Frau oder mehrere Frauen nie wegwälzen können. Er ist aber weggewälzt und sie läuft zurück zu Simon, zu Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Johannes. Sagt's ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Er ist weg. Wir wissen nicht, wo er ist. Da gingen die beiden hinaus. Der Johannes kann als der Jüngere schneller laufen, ist am ersten dort, aber traut sich nicht hinein ins Grab. Dann kommt der Petrus nach, geht hinein und Johannes kommt nach und sie sehen, das Grab ist leer, aber fein exakt geordnet. Die Leinentücher, die Grabtücher zusammengelegt, festgelegt, das Schweißtuch an einem besonderen Ort, warum, das wissen wir jetzt nicht, ist auch nicht entscheidend, aber überall, wo Gott handelt, ist Ordnung. Nirgends ist Unordnung, wo Gott handelt. Unordnung ist da, wo der andere regiert und wo wir uns seinem Regiment unterstellen. Da ist viel, viel Unordnung. In seiner Gemeinschaft hat Unordnung keinen Raum, in welchen Bereichen es auch sein mag. Nun, also sehen Sie, gehen Sie wieder heraus und jetzt glauben Sie, nicht, dass er auferstanden ist, sondern dass er gestohlen ist. Denn ich sah, da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam und sah und glaubte es. Denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Ja, Geschwister, jetzt möchten wir fragen, wie war so etwas möglich, dass sie das, was sie gehört haben vom Herrn, dass sie das gar nicht erfasst haben. Man kann viel Wort Gottes hören und wenn die Gnade uns die Schrift nicht öffnet, dann läuft es an uns vorbei. Viel kann man hören. Zwischen hören, erfassen, verstehen, bewahren ist ein Weg. Immer ein Weg. Dass sie den alten Bund nicht in dieser Weise damals gesehen haben, das möchte fast verständlich sein. Da heißt es zum Beispiel ein dreifaches Bundeszeugnis. Du bist mein Sohn. Das möchte ich jetzt genau lesen. Das ist in der Apostelgeschichte erwähnt der Paulus. Apostelgeschichte 13. Er redet da in Antiochien, nicht in dem Antiochien, wo sie ausgesandt wurden, sondern nördlich davon war noch einmal in Antiochien. Da redet sie in der Schule. Und Paulus nimmt nun die Geschichte des Volkes Israel in den Blickpunkt, redet, wie dieses Volk erwählt worden ist für die Väter, wie er sie aus Ägypten geführt hat, wie er ihre Wesen 40 Jahre in der Wüste geduldet hat, wie er 7 Völker vertilgte im Lande Kanaan. Danach gab er ihnen Richter 450 Jahre bis auf den Propheten Samuel, ist zwar Apostelgeschichte 13, Vers 20. Und von da an baten sie um einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Geschlecht Benjamin, 40 Jahre. Geschwister, manche Dinge können wir nicht verstehen. Wir können manche Dinge nicht verstehen. Aber das ist nicht entscheidend. Ich sage es immer wieder den Seelen und rate ihnen, so mache ich es wenigstens und so darf es jeder machen. Wenn ich ein Wort nicht verstehe, dann sage ich, Herr Jesus,
ich verstehe es nicht, aber es kommt von dir. Und es ist dein Wort. Und es ist jetzt nicht entscheidend, ob ich es verstehe oder nicht verstehe, sondern entscheidend ist, dass ich dieses Wort glaube. Und wenn es notwendig ist, wirst du mir es offenbaren. Wie können wir verstehen, dass zum Beispiel der Vater Jakob, als er seine Söhne gesegnet hat, zu Juda gesagt hat, Juda, du bist, aus dir wird er kommen. Du wirst Fürst sein über mein Volk. Der König sollte aus Judas Stamm kommen und jetzt hat Gott einen erwählt aus dem Stamm Benjamin. Saul war aus dem Stamm Benjamin. Das kann keiner erklären. Wenn es notwendig ist, kannst du uns der Herr eines Tages offenbaren. Aber er kam aus dem Stamm Benjamin. Er tat ihn dann wieder weg. Was der göttliche Grund war, ist für mich ein Geheimnis. Aber ich rüttle nicht dran. Wehe mir, wenn ich sagen würde, der Jakob hat geirrt. Es kam ja nachher einer, der David aus dem Stamm Sauls, aus dem Stamm Juda, David. Und da er denselben wegtat, richtete er auf über sie David zum König, von welchem er zeugte. Ich habe gefunden, David, den Sohn Jesses, einen Mann nach meinem Herzen, der soll tun allen meinen Willen. Es ist über dem David einmal ein Zeugnis da. Das wurde ausgesprochen von dem Propheten Abib zu dem ersten König im Reich Israel, zehntem Reich zu Jerobeam. Und da sagt der Herr, lässt der Herr dem Jerobeam etwas sagen. Er lässt dem Jerobeam sagen, du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David. Und jetzt höre, der nur tat, was mir wohlgefiel. Stimmt das? Der nur tat, was mir wohlgefiel. Wisst ihr, da kommt die Größe der Vergebung durch. Alles, was unterm Blut ist, ist von Gott so gesehen, als ob es nie geschehen wäre. So tief ist die Vergebung. Mir ist kürzlich groß geworden. Es ist noch einmal ein Schritt zwischen Vergebung und Tilgung. Tilgung ist ausgelöscht. Nichts mehr existent. Gott wird nie einen Vorwurf machen über eine Sache, wo wir, Menschen können es nachträglich noch lange machen, aber Gott wird es nie machen über eine Sache, einen Vorwurf, wo wir uns ernst und tief gebeugt haben. Was war es jetzt gestern Abend für ein Wort? Wir haben da mit der Jugend so etwa ein bisschen einmal im Monat eine neue Art Bibelstunde, wo man sich dann in Gruppen aufteilt. Und da arbeiten die Gruppen ein bestimmtes Thema durch. Wie heißt sie jetzt? Von dem, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich? Unsträflich. Dann war das Wort unsträflich da. Dann haben sie also in der Gruppe, haben sie über das, auch bei uns in der Gruppe, über das Wort unsträflich sich Gedanken gemacht. Und da kamen die Gedanken heraus, unsträflich leben ist keinem Menschen möglich. Wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen? Wenn Gott sagt, ein Jüngling kann seinen Weg, wie wird er ihn gehen? Ja, wenn er sich hält an dein Wort. Können wir unsträflich leben? Habt ihr mir eine Antwort? Die Antwort ist da. In dem Augenblick ist unsträflich da, wo ich das ordne, was vor dem Herrn nicht bestehen kann. Da ist getilgt. Und dann kann morgen eine neue Sache kommen. Der Herr Jesus hat den Jüngern ja die Füße gewaschen.
Und als es da ums Ganze ging, da wollte der Petrus, dass er nicht nur die Füße wäscht, sondern das Haupt und den ganzen Körper. Was sagt der Herr Jesus? Wer gewaschen ist, der bedarf nichts denn der Füße waschen, sonst ist er ganz rein. Was bedeutet das? Wenn wir eine klare Bekehrung erlebt haben, dann kommt die Großreinigung unseres Lebens. Manchmal kommt es auch etwas später, aber die Großreinigung unseres Lebens muss geschehen, wo alles, was in der Vergangenheit, im Weilandszustand, im ehemaligen Leben, was der Geist Gottes aufdeckt, das, was der Geist Gottes aufdeckt, wenn das der Herr ans Licht bringt und wir beugen uns darunter und machen Zug um Zug, Schritt um Schritt Ordnung mit unserem vergangenen Leben. Das ist gewaschen. Aber dann bedürfen wir der Füße waschen. Auch heute Abend. Mit den Füßen geht man, mit den Füßen kommt man vielleicht manchmal ins Stolpern, wissen wir. Da steht ein feines Wort über Stolpern. Ich sprach, mein Fuß hat geglitten, aber deine Gnade, Herr, hielt mich. Was ist mein Fuß schon gestolpert? Unter deine vielleicht auch. Aber die Gnade hat uns gehalten, dass wir nicht umgekommen sind. Ist etwas Wundersames. Die Gnade, etwas Wundersames. Ja, also unsträflich, ja. Unsträflich sind wir dann, wenn alles im Licht bereinigt ist. Und dann können wir morgen wieder sträflich werden und dann dürfen wir es neu im Licht bereinigen. Der Bedarf der Füße waschen. Keiner von uns ist da, der nicht bedarf, jeden Tag sein Leben neu ins Licht zu kriegen. Und immer wieder neu sich der Fußwaschung zu unterziehen, wo wir mit den Füßen in der Pfütze getreten sind. Oder uns besudelt haben. Ja, jetzt bin ich aber abgekommen, ja. Ja, der Geist von David. Und dann sagt der Apostel Paulus, drei Dinge. Apostelgeschichte 13, Vers 33, ich lese schon Vers 32, und wir verkündigen euch die Verheißung, die zu unseren Vätern geschehen ist, dass sie Gott uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem, dass er Jesum auferweckte. Wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das kann nur der Geist Gottes offenbaren. So ein Wort, dass dieses Wort, in diesem Wort die Auferstehung Jesu bezeugt ist. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Was von Gott gezeugt ist, bleibt nicht im Tode. Das zweite, was er sagt, das Vers 34, dass er ihn aber hat von den Toten auferweckt, dass er hinfort nicht soll verwesen, spricht er also, ich will euch die Gnade David verheißen, treulich halten. Die Gnade David verheißen. Oh, was hat der David für Gnadenverheißungen bekommen. Und wir dürfen davon leben. Und nun kommt das dritte, Vers 35. Darum spricht er auch einem anderen Ort, du wirst es nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Hier in einer Rede nimmt Paulus drei Zeugnisse als Zeugnis der Auferstehung. Schon im Alten Bund. Und das mit der Verwesung steht ja im Psalm 12. Und der Sohn Gottes hat die Verwesung nicht gesehen, weil nichts Verwesliches an ihm war. Geschwister, unser Leib hat vormals, wo wir ohne den Herrn gelebt haben, der Sünde gedient. In welcher Form auch, das spielt jetzt keine Rolle. Wir sind errettet und das vormalige Leben ist vergeben, im Licht bereinigt, geordnet. Aber der Leib muss um seines vormaligen Wesens willen verwesen. Das ist beim Heiligen, bei Gott nicht geschehen. Das ist etwas sehr, sehr Beschwerendes. Aber es muss so sein. Und der Sohn Gottes hat die Verwesung nicht geschehen. Nicht in einem Stück. Der erste Akt der Verwesung ist, dass das Blut
nicht mehr läuft. Es wird dick, starr, bleibt stehen. Er bekam den Lanzenstich Stunde nach seinem Tod und floss Blut und Wasser aus. Nicht ein Ansatz von Verwesung. Und dann wird noch berichtet im Johannesevangelium auch, und zwar im Kapitel zuvor, im Kapitel 19, als sie ihn zu Grab legen, Vers 41, es war aber in der Stätte, da er gekreuzigt war, ein Garten, und im Garten ein neues Grab, in welches niemand je gelegt war. Es war ein neues Grab, das noch keine Berührung mit Verwesung hatte. Du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese, dass nichts Verwesliches an ihm ist. Darf ich es einfügen? Aber ich will dazu nicht viel sagen. Aber ich denke, wir nehmen die Entrückung zu leicht. Ich denke, wir nehmen sie zu leicht. Der Sohn Gottes hat die Verwesung nicht gesehen, weil nichts Verwesliches an ihm war. Und die Gnade muss ein großes Werk tun, dass er uns würdig machen kann für die Entrückung. Wir können ja auch vorher sterben, dann ist die erste Auferstehung. Das ist aber dann schon etwas anderes. Für die Entrückung, ohne die Verweslichkeit zu sehen, mit dem Herrn vereint zu werden. Aber das wollte ich jetzt lassen. So, und jetzt haben die Jünger drei Jahre mit dem Herrn gegangen. Und der Herr Jesus hat drei Leidensverkündigungen gesagt. Und an jeder Leidensverkündigung hat gesagt, das Menschsohn muss leiden, muss verworfen werden, muss gekreuzt, muss getötet werden und wird am dritten Tage auferstehen. Und sie wussten die Schrift noch nicht, dass er auferstehen musste. Sie wussten es nicht. Sie wussten wohl, dass er es hier, da wussten sie es, dass er gesagt hatte. Aber als Geisteszeugnis war es nicht in ihrem Herzen drin. Geschwister, das Wort muss durch ein Geisteszeugnis in unseren Herzen Raum finden. Dann wird es lebendig. Dann sehen wir Dinge, die uns vorher absolut verborgen gewesen sind. Total verborgen. Als der Herr Jesus mit den Emmausjüngern marschiert ist, da hat er dann am Ende, heißt es, da öffnete er ihnen das Verstehen. Die waren ja so traurig, wissen wir. Bei allem ist heute der dritte Tag. Und die unseren haben uns erschreckt, er sei nicht mehr im Grab. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Das ist das erste Zeugnis. Bei der ersten Begegnung mit dem Auferstandenen. Da wird offenbar, dass die Jünger ohne Herzenseröffnung, ohne Geisteseröffnung, das Wort nicht verstehen können. Aber sie verstehen es dann. Dann kommt das Zweite. Da war der Johannes wahrscheinlich nicht dabei, aber er hat sichere Nahweise erfahren. Die Maria stand vor dem Grab. In Vers 11 wird das berichtet. Sie weint, sie schaut ins Grab, sie sieht dort zwei Engel sitzen. Warum meinst du? Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie wendet sich um, sie sieht Jesus und erkennt ihn nicht. Geschwister, darf ich einmal nur ein Wort sagen? Es gibt uns über unseren Führungen keine, die nicht unter dem Wort stehen würde, es ist der Herr. Es ist der Herr. Aber wie schwer fällt es uns oft, den Herrn darin zu erkennen. Er steht da und sie erkennt ihn nicht. Jesus spricht Maria, dann erkennt sie ihn. Und jetzt sagt der Herr Jesus etwas. Jesus spricht, Vers 17, rühre mich nicht an.
denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und solches hat er zu mir gesagt. Geschwister, hier liegt irgendein Geheimnis vor. Erstens ist er erst 40 Tage später aufgefahren. Zweitens hat er Thomas ihn berühren dürfen. Drittens hat er ihnen Fische gekocht zum Essen, als sie mit leerem Netz zurückkamen. Oder dann kamen sie schon auf sein Wort, hat mit ihnen gegessen. Und ihr sagt, halt, rühre mich nicht an. Jetzt sage ich einmal eine persönliche Meinung, ich möchte fast sagen Zeugnis. Es ist uns im Hebräerbrief berichtet, im Hebräer 9, Vers 11, Christus aber ist gekommen, dass er sei ein hoher Priester und ist durch eine größere und vollkommene Hütte, die nicht mit der Hand gemacht ist. Das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Was mag das wohl sein? Die nicht von dieser Schöpfung ist. Auch nicht durch der Böcke und Kälber Blut. Und jetzt höre, sondern durch sein eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Im Hebräerbrief wird der Herr Jesus vordergründig immer als der Hohepriester bezeichnet. Und hier wird er in der Doppelfunktion gezeigt. Als Opfer sein eigen Blut und als Opfernder. Als Hohepriester bringt er vor Gott ein Opfer und das ist sein Opferblut. Er ist Opfer und Opfernder zugleich. Und ich glaube, dass das erste Werk des Herrn Jesus war nach seiner Auferstehung, mit seinem eigenen Blut den Himmel zu durchschreiten. Petrus sagt einmal in einer Predigt, welcher muss zuvor den Himmel einnehmen? Dass das erste Werk war, in der Himmelswerk zu verkündigen, die Erlösung ist vollbracht. Satan, der Schlange, ist der Kopf zertreten. Jeder kann durch den Glauben selig werden. Er sagt als Auferstandener zu der Maria nicht, gehe hin und sage meinen Jüngern, sondern sagt, gehe hin und sage meinen Brüdern. Sie sind jetzt mehr geworden als nur Jünger. Sie sind Brüder geworden durchs Blut. Dann kommt das Dritte. Am selben Abend waren die Jünger versammelt aus Furcht vor den Juden. Für die war das ein Weltuntergang. Wir aber glaubten, er sollte Israel erlösen. Und jetzt sind sie da und er kommt und sagt, Friede sei mit euch. Geschwister, das zweite Wort, das ich nach meiner Bekehrung bewusst gelesen habe mit dem Herzen, war, jetzt war es gerade noch da, ich der Hohe und der Erhabene, der ich in der Höhe und im Heiligtum wohne, Höhe und im Heiligtum und wo ist eine zweite Wohnung? Bei denen, die gedemütigten Herzens und zerschlagenen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist des Gedemütigen und aufrichte das Herz des Zerschlagenen. Sie waren zerschlagen und da kommt der Jesus nicht herein. Petrus, komm mal her. Du hast zwar dem einen das Ohr abgehauen, aber dann hast du mich verleugnet, hast dich selber verflucht.
wer hast du mich enttäuscht? Das könnte unsere menschliche Sprache sein. Und ist sie vielleicht auch schon gewesen. Friede sei mit euch. Es ist alles vollbracht. Und da er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Jetzt hat ich ihnen etwas aufgeleuchtet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und in seinen Wunden sind wir geheilt. Herrliche Aufleuchtung. Da wurden die Jünger froh. Und da blies er sie an und sprach, nehmet hin den Heiligen Geist. Im 1. Korinther 15 steht geschrieben, der erste Mensch Adam ward eine lebendige Seele, Gott haucht ihm seinen Odem ein. Und der letzte Adam ist Christus, zum Geist der lebendig macht. Nach meinem Schriftverständnis ist das die Stunde der Wiedergeburt. Da hauchte er das göttliche Leben in sie hinein. Und von da an begann ein Weg, werdet voll Geistes, da sollte das ganze Leibesleben nach Geist, Seele und Leib sollte durchdrungen werden vom göttlichen Leben, vom Geist Gottes, vom Geistesleben. Nun waren sie also, und dann sendet er sie aus, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ist auch ein Wort. Aber ich will noch ein drittes erwähnen. Dazwischen liegt noch die Sache mit dem Thomas. Aber dann kommt noch etwas. Sie hatten jetzt also göttliches Leben empfangen. Und sie hatten einen göttlichen Auftrag bekommen. Und dann sind sie von Jerusalem weg an den See Genezareth marschiert. Und dann hat der Petrus gesagt, 7 Jünger waren es dort, 7 von den 12. Ich will hinfischen gehen. Und da war eine Solidarität und eine Einheit. Da waren alle sofort gesagt, da gehen wir mit. Geschwister, wenn es ums Fleischliche geht, ist die Einheit viel schneller da, wie wenn es ums Geistliche geht. Wenn es ums Geistliche, da ist ein Widersacher da. Der will verhindern. Und beim Fleischlichen, da ist ein Förderer da. Der will es schaffen, der will es wirken. Gingen alle mit und sie fingen nichts. Dann steht der Herr am Ufer, sie erkennen ihn nicht. Habt ihr nichts zu essen? Nein, wir haben nichts gefangen. Werfe das Netz zurecht. Geschwister, zu Rechten ist immer, sind die Berufenen des Herrn. Immer wenn er einen Auftrag gibt, dann geht es in die Richtung zur Rechten. Zur Linken ist die andere Seite. Ihr habt jetzt etwas getan nach eurer Meinung, nach eurem Willen, aber nicht nach meinem Wort. So, jetzt handelt nach meinem Wort. Dann fingen sie Fische. Dann fingen sie. Geschwister, wisst ihr, was mich dabei beschäftigt hat? Gott muss uns, seine Kinder und seine Knechte, immer wieder zurückholen in die Berufung. Wir irren manchmal ab von dem Weg und von dem Auftrag der Berufung, indem wir im eigenen funktionieren und nach dem eitlen Handeln und Leben. Wie schnell. Und Gott muss zurückholen in die Berufung. Hat dich auch schon mal zurückholen müssen. Paul, wo bist du jetzt? Ist das mein Werk? Ist das mein Befehl? Ist das mein Wille? Aber Gnade ist, wenn der Herr zurückholt. Dann hat der Herr Jesus noch mit dem Petrus besonders gesprochen. Ich will heute aber nicht mehr darauf eingehen. Aber eines sage ich, das habe ich am Sonntag bei uns auch gesagt.
Dreimal hat der Herr Jesus gefragt, hast du mich lieb? Petrus sagt, hast du mich lieber? Hat es Jesus gesagt. Sagt Petrus nicht, ich hab dich lieber. Ich hab dich lieb. Weide meine Lämmer. Und das zweite Mal, hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Was ist der Unterschied zwischen den Lämmern und den Schafen? Die Lämmer sind hilfsbedürftiger wie die Schafe. Wir waren früher viel beim Schäfer als Buben. Und wenn man so die jungen Lämmer beobachtet hat, die haben ihre Bocksprünge gemacht und sind daher und dorthin gelaufen. Und dann haben sie die Mutter verloren, dann haben sie geschrien. Aber wenn ein Lamm gerufen hat, war die Mutter zur Stelle. Die war da. Und so sagt uns der Herr Jesus, und das habe ich vielleicht so noch nicht in der tiefen Weise gesehen, wie groß ist die Verantwortung von uns Älteren gegenüber den Jungen, den Jugendkindern und Jugendlichen in der Gemeinde. Die machen ihre Bocksprünge, wir machen andere Dinge. Aber wir sollen sie weiden in ihrer ganzen Schwachheit. In ihrer ganzen Schwachheit. Wenn eine Gemeinde keine Jugend mehr hat, ist ein verlorener Haufen. Wenn der Herr verzieht, müssen die in die Spur treten. Und dass sie in die Spur treten, dafür tragen wir eine Verantwortung. Und jetzt möchte es genügen sein, der Uwe Strom. Jetzt machen wir Schluss, tue ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du Gnade bereitet hast, dass dein Name geheiligt wird. Herr, und dass du mich und dass du uns durch deinen Geist in das Geheimnis deines Wortes hineinführen kannst, damit wir erkennen die Wunder in deinem Gesetz. Herr Jesus, der Psalmist sagt, wenn dein Gesetz, dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Aber es ist da und du hilfst uns und gibst auch Gnade immer wieder neu zurückzuführen in die Berufung, die du jedem Einzelnen von uns zugeteilt hast. Amen.